5 Grad an der Nordsee. Morgen Norden und Westen wechselt und stark bewölkt, vereinzelt etwas Regen, sonst viel Sonne, Küstentemperatur 7 bis 14 Grad. In den nächsten Tagen zunehmend frühlingshafte Temperaturen, dabei im Norden zum Teil bewölkt, im Süden sonnig. Die nächsten Nachrichten um 19 Uhr mit Barbara Heinig. Aktuelle Informationen gibt es jederzeit für Sie auf heute. Wie geht es weiter? Hallo Deutschland, Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss und auf Wiedersehen. Haben zwei Polizisten mit fahrlässig getötet? Das ist jedenfalls der Vorwurf der Prozessauftrag. Heute stehen in Oldenburg zwei Polizisten wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Denn sie sollen einen Betrunkenen auf einem Parkplatz abgesetzt haben, anstatt ihn nach Hause zu fahren, weil sie einen anderen Einsatz haben. Kurz darauf wird der Mann von einem Auto erfasst. Eine Landstraße war Oldenburg im November 2017. Hier hat ein Auto einen Fußgänger erfasst. Der 23-jährige Mann wird dabei tödlich verletzt. Er soll betrunken und orientierungslos gewesen sein. Wie sich später herausstellte, hatten zwei Polizeibeamte den Mann auf einem Supermarktparkplatz in der Stadt ausgesetzt, statt ihn bis zu seinem Wohnort zu bringen. Die beiden Beamten müssen sich nun vor dem Landgericht in Oldenburg wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Angeklagten vor, sie hätten erkennen können und müssen, dass der Mann nicht mehr in der Lage war, fußläufig nach Hause zu kommen, und zwar aufgrund Alkoholisierung und Berauschung durch Cannabis. Ein Anwalt vertritt die Eltern des 23-Jährigen vor Gericht als Nebenkläger. Er schildert, was sich an diesem Abend zugetragen hat. Er war betrunken, aus der Diskothek ausgeworfen worden, weil er nicht so gegenüber die Polizeiwache gegangen, weil er wieder in die Diskothek rein wollte, hat ihn dann interveniert. Und hoffentlich hat die Polizisten entschieden, ihn einfach nach Hause zu bringen. Doch sie stoppten die Fahrt auf dem Supermarktparkplatz und setzten dort den jungen Mann aus. Rund 2 Kilometer von seinem Zuhause. Um sich davon zu überzeugen, ob er überhaupt in der Lage ist, den Weg nach Hause zu finden. Tatsächlich ist er dann auf der Friedrichshafen der Heerstraße in die entgegengesetzte Richtung gelaufen, also aus Oldenburg raus, weil er völlig orientierungslos war, aus Viktorfeld und aus Schlangenlinie gelaufen und irgendwie in einem Auto erfasst.